Hallihallo YouTube, hier sind wir wieder, The Electronic Beats, Capit.de geht's mit einem neuen Beatmaking. Heute am Start versuchen wir mal einen Hands-Up-Beat zu produzieren. Laden dafür wie immer Nexus vorerst hinein und dann noch Vanguard. Beides sind VST-Plugins, die ihr nur bei VFX bekommt oder anderweitig, aber dann illegal. Und ja, die Dinger kosten Geld, müsst ihr euch kaufen. Das Ganze erkläre ich oder sage ich besser gesagt, weil es viele Anfragen gibt, wo man die Dinger eigentlich herbekommt. So, dann machen wir mal die Baseline mit Vanguard. Hab schon bereits eine vorbereitet, die ich eigentlich meistens benutze. Laden wir auch direkt mal in den Mixer. Da einfach mal STRG L drücken. Dann noch Maximus. Erhöhen noch ein bisschen die Lautstärke. Und dann hätten wir das Ganze. Verstärken das Ganze noch mit einem Lead. Mal gucken, welches sich dafür eignet. Machen noch einen Kick dazu. Welchen nehmen wir denn? Gehen wir mal hier hin, hier hin, hier hin. Das Ganze muss natürlich lauter werden. Wieder Maximus hinein, hier ein bisschen runter. Nehmen einen anderen Lied, der gefällt mir nicht. Ja, der passt super. Benennen wir das Ganze mal um. Zack. Machen hier nochmal Nexus hinein. Und jetzt kommt die Melodie. Nein, erst splitten wir das Ganze. Pattern 1. Split by Channel wird jedem Instrument, wo ein Ton bereits vorhanden ist, hier einfach mein Pattern zugewiesen. Oder Pattern oder was immer. Und jetzt machen wir die Melodie. Diese Melodie. Wie machen wir die? Ja. Wir bearbeiten sie einfach mal hier drin. Ich weiß auch schon, welches Lied wir benutzen, weil das hatten wir gerade eben noch. Das ist das da. Das zum Intro und dann mal sehen, wie es weitergeht. Thank you.
passt. So, dann hätten wir schon mal die erste Melodie. Machen das hier mal neutral und nochmal Split Red Channel. Jup. Laden das Instrument natürlich, wie alle anderen meistens auch, in den Mixer. Maximus dazu. Aber viel weiter runter. So, und weiter habe ich noch nicht gedacht. Mal sehen, was jetzt hier noch dazu kommt. Ah, Mister. Ich werde das ja eigentlich nur so benennen. Gut, dann haben wir da schon mal einen Mixer. Ich nenne das hier noch schnell mal um. Melody Dance Core One. Zack. So, jetzt machen wir die Melodie erstmal raus. Und versuchen eine zweite zu machen. Machen wir das Ganze mal noch eine Oktave höher. Versuchen wir das einfach mal. Benennen das noch um in LD Dance Core One. Jup. Na, warte mal, hier ist es ja gar nicht. Das ist. Oder ist es hier? Nein, hier ist es nicht. Löschen wir den. Hier ist der bestimmt wieder. Split Red Channel. Nein, hier war nicht. Dann war er hier. Ich gucke einfach mal nach. Ja, hier ist er. So.
Und jetzt versuchen wir einfach mal ein Intro. Machen hier noch bei dem Bass ein paar Effekte hinein. Nämlich schalten wir die hohen Frequenzen ein bisschen tiefer. So, das reicht auch schon. Machen das noch hier, so hier und dann ditte und ditte und mal anhören. Ja, das passt auf jeden Fall. Effekte, 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 Effekte. Lassen wir erstmal draußen und hören uns das pur an und die können wir später noch dazu hinzufügen. Dazu hinzufügen. Wir können sie später noch hinzufügen. Das meinte ich damit. So, kopieren wir das Ganze, ziehen es hier rüber und das hier auch nochmal. Jupp, das wird unser Intro. Hier machen wir schon mal einen Cut. Hier wird auch noch einer sein. Und dann suchen wir mal die Claps. Da ich von Vanguard bisher, von Vanguard, von VEC noch kaum welche kenne, also kaum welche, die gut sind, benutze ich einfach mal meinen Standard-Clap. Das wird sein. Laden wir hinein und ja, wo ist das jetzt? Das ist der hier. So, passt noch nicht ganz in die Mixersteuerung, ey. Machen wir mal ein bisschen tiefer. Bisschen leiser und mach noch ein Delay dazu. Machen den Delay dann hier auch ein bisschen leiser. So, benennen wir das um in Clap. Und jetzt suchen wir noch schnell Hi-Hats. Davon hat Vengeance ein paar gute, die man auf jeden Fall benutzen kann und die ich auch benutzen werde. Open Hi-Hats. Versuchen wir es mit denen hier mal, weil ich gerade nicht so schnell welche finde. Das passt. Jetzt suche ich noch ein Lied. Ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied. Oder ich benutze einfach mal die hier. Genau das benutzen wir. Laden sie hinein. Jup, benennen das um. Laden sie in den Mixer. Und jetzt machen wir hier diese und hören uns das an. Musik.
Sehr besonders ist das nicht. Muss es auch nicht sein, denn wir haben Nexus eigentlich. Gut, dann haben wir gerade kein Nexus. Ich starte mal kurz neu. Ich speichere das Ganze. Und unter was speichern wir das ganze YouTube Tutorial Nummer 3 oder 4 oder auf jeden Fall Nummer 3 nennen wir das. Zack, ja, Battlefield 3, ich spiele es auch. Open, suchen wir mal. Ach, YouTube Tutorial Nummer 3. So, jetzt sollten wir Nexus wieder haben. Wir haben es auch. Bearbeiten den Cutoff nämlich. Cutoff bisschen bewegen, dann hier auf diesen Pfeil nach unten gehen, dann auf Force Parameters gehen und hier auf Create Automation Clip Jup markieren uns das Gebiet, wo das ungefähr gelten soll. Sagen wir mal so. Create Automation Clip. Oder ich mach's doch lieber. Ja, ein bisschen kürzer, auf jeden Fall. Zack. Den Punkt löschen wir. Und jetzt laden wir die Baseline Nummer 2 hinein, das was wir gerade erstellt haben. Machen den bis weiter hoch. So, und jetzt versuchen wir einen Break-Loop dazu zu erstellen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil ich sowas eigentlich noch nie gemacht habe. Habe immer fertige genommen. Aber jetzt denke ich mir, irgendwann sollte man sowas auch alleine können. Und lade einfach mal Pensament hinein. So, das könnten wir noch gebrauchen. Eventuell noch ein Snare oder Clap. Hier das ja auf 16 Takte, damit das ein bisschen länger ist. Oder 4? 22 bis 46. Ach, das sind nur 4. Den Anfang will ich nicht andauernd hören. Ja, hört sich doch gar nicht mal so schrecklich an, wie ich gedacht hätte.
Gut, dann löschen wir das hier noch, weil das sind die Standardinstrumente, die wir eh nicht benötigen werden. Jup, jup, jup. Das passt schon irgendwie, das Ganze nennen wir mal Break, Loop oder irgendwie sowas. Zschup. Ja, da fehlen mir ein bisschen die Kicks irgendwie. Dann hätten wir das so halbwegs. Wo ist jetzt? Das ist unser Instrument. Das ist Nummer 7. Ja, ist eigentlich egal. Cutoff. Bewegen. Hier, Bros Parameters. Und zack, da haben wir das Ding auch schon. Markieren kurz den Geltungsbereich. Hier so. Das. Genau. Create Automation Clip. Jupe. Und hier dann ein bisschen weiter runter. Jetzt suchen wir noch schnell einen Wall Snare, also womit ich reinrollen werde in den Hauptteil. Dista vielleicht oder... Ja, das hier wird sein. Auch wenn es nicht gerade toll klingt. Ich werde es einfach mal versuchen. So, laden wir hier die ersten vier Jup.
Hier ändern wir dann noch, wie genau wir das Ganze bearbeiten. Haben jetzt einen halben ausgewählt. Halben Step. Dann müsste das hier sein. Ah, das ist hier falsch. Sorry. Hier kommt es dann hinein und dann hier. Was machen wir hier? Ich lasse das erstmal so. Ah, ich habe eine Idee, was wir hier reinmachen. Machen das hier wieder heraus und dann gehen wir hier rauf und markieren den hier, den hier und den hier. Machen die Leute. Gute Idee, schlechte Umsetzung. Wie machen wir die nochmal gerade? Zack. Alt gedrückt halten und dann hier einfach mit der Maus rüber streichen. Die sind, glaube ich, zu früh. Oder zu spät. Auf jeden Fall sind sie falsch. Ich mache sie erstmal lauter. Super. Erster, zweiter, dritter. Zack. Ich glaube, die waren eher zu früh. Zack. 1, 2. Super. Machen wir erstmal alles lauter. Dann können wir nochmal das hier und das hier. Tschup. Alt. Zack. Ha. Gut, markieren wir nochmal den hier. Also passt es doch super. Ich sag zu oft M. Ich sollte mal damit aufhören. Haben wir das Ganze schon im Mixer? Haben wir nicht. Haben wir hineingeladen gerade eben. Und hier jetzt bearbeiten wir noch schnell den Lautstärkeregler. Machen einen Automation Clip dafür. Sollten wir auch mal in den Mixer hineinladen und etwas dran machen.
So sage ich auch relativ oft. Ich lade jetzt mal ein weiteres Hi-Hat dazu. Ist mir nämlich zu lasch. Nehme ich einfach mal. Das hier. Schub. Das streichen wir ja schon mal heraus. Eine neue Melodie muss ran und mal gucken, was wir jetzt machen. Klonen wir das Ganze mal. Schub. Runter damit. Neues Instrument dazu. Nutzen wir mal die hier.
nicht aggressiv genug. Schön. Direkt in den Mixer damit. Maximus. Ändern wir mal die Baseline einfach in die Standard-Hands-Up-Baseline, die so ziemlich jeder benutzt. Höher damit. We'll be right back.
So, nennen wir das Ganze mal in M3 um, Melodie 3, Split per Channel und ja, ich habe auch mal endlich wieder was gesagt. Machen hier mal nur dieses Intro. Kopieren das einfach hier hinein, weil ich gerade faul bin. Machen das hier weg. Das hier auch. Wir brauchen ein anderes Clap, unbedingt. Machen wir einen Reverb hinein. Wo ist das Ganze jetzt? So.
Virus, Virus, Virus. Sehr schön. Jetzt in der Crash. Passt das super, war? We'll be right back.
die letzte Melodie und danach kommt der Abschluss. Nennen das Ganze mal anstatt M3, M4. Und machen hier mal noch was. Alles wunderbar.
hören uns das Ganze jetzt hier an. Oh nein. Nein, 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 Mister. Ja, FS Studio ist gerade abgestürzt, wie ihr sicher bemerkt habt. Hab aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Entfernen. Ich weiß nicht, was es hier genau macht, aber anscheinend nichts Gutes. Einen Moment. Das haben wir doch gleich wieder. Na, wie weit sind wir denn zurückgefallen? Oh nein. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, meine ganze Mello ist weg. Ihr könnt es ja gerne nachbauen. Ich kann mir das Video jetzt nicht ansehen. Mist. Egal, dann improvisieren wir eben. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch für die meisten Geschmäcker. Ich fasse mal ein bisschen tiefer.
speichere das mal lieber. Jup. Haben wir das noch nie gespeichert? Doch, hier haben wir es ja. 20.15 Uhr. Ah. Save as Jup. Nummer 3. Kopieren wir das Ganze mal. Klon. Jup, haben es kopiert. Nehmen das hier heraus. Arr. Machen das hier rein. Ändern mal die FX-Nummer, FX-Channel-Nummer oder wie auch immer ich das jetzt sagen soll. Und Maximus natürlich wieder. Und diesmal noch Crossbeats. Oder Crossbeat. Oh.
mehr benutzen. Dann haben wir das ganze Ding auch schon fast fertig. Machen nur noch hier einen Filter hinein, den Highpass runter und markieren mal kurz dieses Gebiet hier. Schub. Machen den Filter nochmal. Create by Automation Clip. Machen das noch hier rein. Lassen wir mal gerade. Machen das vielleicht auch nur 8 Takte lang. Und dann machen wir dasselbe hier nochmal beim Outro. Machen das so, genau, Filter, Create Automation Clip, diesmal andersrum. Da haben wir es. Kleinigkeit, die wir bearbeiten. Machen hier noch einen Automation Clip. Schub. Okay, schlechte Idee. Machen wir das Ganze mal runter. Nicht ganz das, was ich erreichen wollte, aber passt auch irgendwie schon.
Mir noch ein bisschen zu laut, den bearbeiten wir auch sofort. Der beginnt erst ab hier und hierauf zack. Muss hier ein bisschen leise sein. Machen wir das mal so. Thank you.
Viel gesagt habe ich in diesem Tutorial nicht. Passt aber eigentlich auch, weil das meiste solltet ihr so oder so wissen, wenn ihr euch schon diese Tutorials hier anseht. Weil ich gehe davon voraus, dass ihr wenigstens die Basics könnt und ihr auch wisst, was Nexus und so weiter ist. Das hier ist definitiv kein Anfänger-Tutorial gewesen. Sollte es auch nie werden. Denn es sollte die erreichen, die auch wirklich was lernen wollen. Die Anfänger-Tutorials, die gibt es massenhaft auf YouTube. Da müsst ihr einfach nur ein bisschen suchen. Ich verabschiede mich jetzt. KPT-EGC Electronic Beats. Viel Spaß beim Tutorial gucken und lernen. Bis dann, haut ihr rein. Tschüss.